Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Zeit für die zweite Folge des SNK Neo Geo Specials. Ich lasse einfach mal das Intro wieder laufen. Ja, wir hatten ein Beat'em'up. Jetzt wird Zeit für ein Smub. Ghost Pilots. Ja. Auf geht's. So, Steuerung ist uninteressant. Man kann hier wählen, welche Bomben. Ich habe jetzt noch nicht unbedingt rausgefunden, ob da irgendein Benefit ist. Ihr seht, das ist das typische Tiger Mission, Tiger Heli, Flying Shark ist auch so in dem Stil. Ist nicht ganz so wie 1942, aber ihr werdet sehen, ein schönes Ding. Das steuert sich wieder großartig. Ach, SNK und seine präzisen Sachen. Ihr könnt immer noch raten, was es in den, ja, jetzt noch drei Folgen dann gibt. Und wie schon gesagt, es wird mit Sicherheit noch mehr von SNK geben, also macht euch da keine Sorgen. Das ist hier sozusagen nur erstmal ein bisschen kennenlernen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht nochmal vielleicht irgendwie mal einen Titel auch komplett mal hier durchzocken. Das ist ja noch nicht ausgeschlossen. So, ich sammle euch mal alles ein, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was es ist, aber Power-Ups einsammeln ist, ich glaube, bei einem Smub jetzt nicht so verkehrt. Ja? Spoiler-Alert, wie das so schön heißt. Das sollte man vielleicht einfach mal mitnehmen. Aber es ist schön. Es ist schön. Ah, na komm. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen erwischt. Ah, bis jetzt geht das ja alles noch ganz gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir gleich wieder mit Sicherheit gleich ein bisschen wieder in die Richtung Bullet Hell gehen. Das würde mich sehr wundern, wenn nicht. Deswegen Bullet Hell ist auch nochmal ein Punkt. Ne? Jetzt haben wir ja 60 Frames auf YouTube. So müsstet ihr hoffentlich bei diesen Videos auch sehen. Das heißt, jetzt könnten wir eigentlich theoretisch mal wieder ein paar Bullet-Hell-Shooter machen. Dann wird euch nämlich auch live kotzübel. Das werde ich vielleicht auch mal gagmäßig machen. Können wir nicht mal wirklich sehen, ob das jetzt besser aussieht als die Videos vorher. Oder ob das einfach wieder dummes Gewäsche ist. Ich nehme das ja in 60 Frames ja auf. Sollte eigentlich jeder tun. Macht auch eigentlich so gut wie jeder mittlerweile. Weil die meisten Systeme nehmen ja sowieso nur in 60 Frames auf. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine großartige Leistung. Vorsicht! Vorsicht! Das sind Panzer, die fahren, das kennt unsere Bundeswehr nicht mehr. Na komm, roll mal auf hier. So. Weg mit euch. Ich habe mir auch schon überlegt, was Folge 3 sein wird. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Also ich denke, ich höre mit dem Special aufhören mit dem Klassiker. Das kann ich euch schon mal verraten. Ich glaube, das ist relativ einfach zu erraten. Na, komm, Mist. Komm, weiter. Ach, jetzt haben wir ja keine Power-Ups. Das finde ich an Smubs immer so unglaublich nervig. Da fängst du wieder komplett bei Null an. Und natürlich sind wir beim Boss. Ist klar. Ah! Ist klar. Ist klar, mein Freund. Läuft. So. Ist klar. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Werde ich erstmal. Ja, sicher werde ich da platt gemacht. Habe ich ein Continue? Gott. So. Weg, 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 weg. Danke, das war er. Nach 4 Smart Bombs oder 5 sogar. Das ist ja fair. Das ist ja total easy. So, Level abgeschlossen. Schön. Das geht direkt weiter. Ah. Ja, sieht schön aus. Also, da gibt's gar nichts. Also auch das seht ihr, sieht absolut großartig aus. Die Daten, ne, die ein bisschen was mehr wissen wollen. Sag ich immer, guckt in die Beschreibung, da stehen da die Daten, von wann das Ding ist, Publisher und alles, was dazugehört. Mein Gut, dass das jetzt hier SNK Games sind, ist das, glaube ich, jetzt nicht so geheimnisvoll, von was das ist, dass das hier auf dem Arcade ist. Auch das ist, glaube ich, nicht so geheimnisvoll. Aber wie schon gesagt, das war beim Neo Geo identisch. Das ist kein Vergleich. Es gibt, was ich euch nicht zeigen werde, das heißt, glaube ich, Pulsar.
glaube ja. Das ist so ein R-Type-Game. Und was ich euch auch nicht zeigen werde, allein um euch zu ärgern, Samurai Showdown und Fatal Fury und King of Fighters ist übrigens tatsächlich das gleiche Universum. Ich habe mich da bei Terry nicht vertan. Das werde ich euch auch nicht antun. Das ist mir zu offensichtlich. Aber ich glaube, jetzt wisst ihr eigentlich, wen wir als Abschluss haben. Ich glaube, da bleibt eigentlich nur ein Klassiker übrig. Für das sich wirklich ein SNK lohnt. Was habe ich gesagt? Ein SNK? Natürlich ein Neo Geo, so rum. Wir könnten natürlich auch die ganze Firma zu Hause aufbauen, aber es könnte vielleicht ein paar merkwürdige Fragen zu Hause aufwerfen. Wenn ihr da so ein halbes Unternehmen aufbauen wollt. Bin ich schon wieder tot, ne? Ja, das wird spannend für 15 Minuten. Aber trotzdem, ist ein tolles Game. Und ganz klar, von einigen Sachen wird es mit Sicherheit hergehen. Hier immer der Aufruf, ne, wenn ihr was sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, dafür sind sie da. Können auch gerne mal irgendeiner seine Oma grüßen, wie es auch schon passiert ist. Ist vielleicht aber auch nicht ganz so hilfreich. Ich habe mir übrigens angewöhnt, bei einigen Sachen, die totaler Schwachsinn sind, nicht unbedingt mehr zu reagieren, weil da tauchen dann doch manchmal Gestalten aus. Vor allem auch meistens auch ganz Leute, die der deutschen Sprache sowieso nicht mächtig sind. Und damit meine ich nicht mal im Sinne von falscher Orthographie, sondern wirklich Leute, die, glaube ich, nicht unbedingt irgendwie ansatzweise mal überhaupt wissen, was Deutsch ist, die aber trotzdem irgendwie wichtig sein müssen. Hatte mir zum Beispiel wieder ein Ami, glaube ich, unter einem uralten Video, ich glaube Atari 2100, geschrieben, ja, warum spiele ich denn das auf Easy, dieses Football-Game? Warum auch nicht? Schön, dass es dir auffällt. Mach doch selber Videos, du Vogel. Ach nee, mach's ja nicht, du willst ja nur rumtrollen. So, das haben wir auch schon. Schön. Ach, das war die erste Stage. Na super. Ja. Wir sind beim Neo Geo. Ach, ich kann sogar ein Level wählen. Ne, komm. Machen wir da weiter. Oh, wir haben ein neues Spielzeug. Dann nehmen wir das neue Spielzeug. Das ist auch cool. Verschiedene Pfade. Das ist ja beeindruckend. Geil. Nee, aber da kann ich wirklich euch nur empfehlen. Es gibt ja, es hatte mal irgendeiner geschrieben. Also ich halte das für totalen Blödsinn. Wenn das so ist, du glücklicher, aber ich glaube das nicht. Hatte mir irgendwie erzählt, er hätte Neo Geo auf dem Flohmarkt gefunden und derjenige wüsste, hätte nicht gewusst, was das ist. Im Zeitalter von eBay, Resellern und Internet halte ich das für unwahrscheinlich. Und wenn ja, hast du tierisches Glück. Aber das sind mit Sicherheit die Leute, die das bei der erstbesten Gelegenheit sowieso bei eBay verticken. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die wirklich das, was sie in der Sammlung haben, auch zocken. Ne? Also nicht nur einfach verstauben lassen. Oder wie ich es irgendwie auch schon gehört habe, also noch nicht in Deutschland, da ist es wohl noch nicht so große Nummer, die Sammelleidenschaft, aber es gibt auf jeden Fall schon Amis, die dann gerne mal 20 oder 30 Versionen von einem Game haben. Die also wahrscheinlich eine alte Videothek oder einen alten GameStop aufgekauft haben. Ja, und dann sich mal eben kurz die Games horten. Kann man ja mal machen, ne? Mal weg. Deswegen aber, ihr seht das ja. Also wer auf Retro-Börsen ist und der ein oder andere, der das hier sieht, der ist das ja auch. Die meisten können bestätigen, so viel vom Neo Geo geht da nicht weg, was die Module angeht. Dazu sind sie einfach zu scheißen teuer. Da kann man wahrscheinlich zu Hause auch nicht unbedingt gewinnbringend argumentieren, wenn man sagt, man hat mal eben kurz für irgendein Game 700 Euro ausgegeben. Und zwar Games, die heute wahrscheinlich ein Smartphone emulieren könnte. Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, das ist immer noch Arcade Perfect. Also das macht wirklich Laune.
So, was sagt die Uhr? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Dann machen wir mal noch 5 Minuten. Passt das ganz gut, dann habt ihr da auch mal so einen Eindruck. Ich hatte ja vor, mal die Nachfolgetitel von 1942 zu machen. Die gehen richtig ab. Und jetzt mit 60 Frames, denke ich, macht das auch ganz Sinn. Vielleicht mache ich da auch mal einen Gag. Weil also so Counter-Attack und wie die heißen, sieht schon geil. Sieht echt schon cool. Also auch Capcom auf dem Automaten ist natürlich genial. Es gibt übrigens auch noch ein paar Konami-Games, die kein Schwein kennt. Natürlich, so. Boah, es ist cool. So, komm. Jetzt hau ich dir erstmal die Smart-Bomben um die Ohren. Ah, doof. Ja. Und nochmal eine. Von Papa für Papa. Nein, komm, noch eine Bombe habe ich. Ah, ist das Ding schon down. Wahrscheinlich ohne Bomben dauert das wahrscheinlich ewig. Gefühlt Jahre. Aber trotzdem, geiles Game. Also das ist... Das kann ich gar nicht lang genug loben. Ach, ich kann da landen? Ach, da habe ich es tatsächlich gecleared. Okay. Also, 3-4 Minuten machen wir aber noch. Ach nee, das ist so eine Aufladestation. Hat man die gerade ja auch. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Merkt ihr mal, wie, was für in einem unglaublichen Let's Play Flow ich hier bin. Ihr merkt gerade schon, dass ich mich über den einen oder anderen mal wieder lustig mache. Also glaubt mir, ich bin auch ein Fan davon, wenn man irgendwie emotional bei der Sache ist. Aber man muss sich nicht, was des Wortes, über jedes Item freuen. Da wird es dann irgendwann unrealistisch. Also ich habe da schon jemanden gehabt, der hatte, glaube ich, ins Mikrofon gebrüllt, weil er hat eine Smartbomb gefunden, Man fragt sich, ja, geil. Also, ja. Jetzt habe ich keine Bombe mehr. Jetzt würde ich mich auch über eine Smartbomb freuen. Nur ist keine. Boah, jetzt übertreibt es aber mal ein bisschen. Ich will euch doch nur töten. Könnt ihr doch mal eben mitspielen. Oh mein Gott. Ja, ihr mich auch. Ist das eigentlich jetzt die... Das ist wahrscheinlich die andere Stage, ne? Die ich jetzt nicht gewählt habe, oder? Nee, Quatsch, Unsinn. Das ist doch genau die Stage, die ich gewählt habe. Ja klar, ist ja der zweite Abschnitt. Was erzähle ich denn hier wieder? Und wisst ihr, woran das liegt, dass ich keine Smart Bomb habe? Das ist der Grund. Dieses Spiel braucht Smart Bomben. Und eine Menge davon. Ja. Ich krieg keine Specials. Das finde ich noch viel schlimmer. Da habe ich ein Special, na also. Ach ne, das war die Bombe. Habe ich nicht gesagt, ich will eine Bombe haben? Da ist sie! Ich habe das hier voll ge... Ich halte die Klappe. Ah, oh, ist klar. Nein, mein Freund. Weg. Ja, ist klar. Ist klar. Läuft. Was war das? Freileben? Oder was habe ich da hingekriegt? Ja, wohl nicht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ist das eine gute Gelegenheit. Jetzt sind wir bei 14 Minuten. Dann brauche ich nicht da großartig weitermachen. Jetzt gehen wir nochmal in den Title Screen. Einfach mal ein bisschen als Entschleunigung. Damit ihr diesen... Naja gut, das ist ja kein Bullet Hell. Aber diesen Smap auch überlebt hat. Wir sind beim SNK von 91 auf dem Neo Geo mit Ghost Pilots. Schönes Ding. Auch wieder absolut cool. Ein Smap. Ganz netter. Ihr seht auch, den kann man auch hinkriegen. Und wenn man da ein bisschen übt, kann man da wahrscheinlich auch was Richtiges erreichen. So, jetzt könnt ihr mal raten, was gibt's morgen. Ihr wisst ja schon, was es alles nicht gibt. Jetzt will ich mal wissen, was gibt's denn? Bin mal gespannt. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Guckt den MSI Standard für Neo Geo Pocket. Sonst wäre ich böse. Ja? Ich achte darauf, ob ihr das guckt. Und dann sehen wir uns morgen alter Frische wieder beim SNK Special. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wenn ihr Spaß hatte, dann abonnieren, kommentieren, bewerten. Und denkt dran, immer eine Smart Bombe haben. Hilft. Bis dann. Tschüss.